Willkommen zurück zu MCPE, eine neue Tür, eine 3x3 Tür. Hinter mir ist sie ist ein bisschen größer als die meisten Sachen, die ich bisher gebaut habe. Und sie ist auch sehr viel komplexer. Ich werde wahrscheinlich selber ein paar Mal nachgucken müssen, wie man das baut. Aber naja, ich hoffe, sie wird euch gefallen. Und dann sehen wir uns nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Also das hier ist die Tür. Sie ist, finde ich, ein bisschen groß. Ich weiß nicht, wie ich es kleiner bauen könnte, ganz ehrlich. Ja. So geht die. Hier, ihr seht, 9 Blöcke. Der untere muss leider solide sein, das geht nicht anders. Weil hier, der Beobachter, sendet ein Signal hier rein, um diesen Kolben da nochmal zu aktivieren. Geht leider nicht anders. Ich weiß, es ist doof, aber naja. So, dazu brauchen wir 36 Redstone. Ein Hebel oder eine andere Redstone-Quelle, 2 Redstone-Fackeln, 3 Vergleicher, 5 Verstärker, 10 haftende Kolben, 4 Beobachter, 6x Glas, es ist wichtig, dass es Glas ist, 8 Türblöcke, ist im Grunde egal, welche Tür, was für Blöcke das sind, ein solider Türblock und wieder 64 Quarzblöcke. So, dann sollt ihr erstmal das Quarz herholen. Wir fangen an hier mit 4 Blöcken. Dann kommt hier ein Vergleicher hin. Redstone, Redstone, Redstone. Und einem Verstärker. Dann kommt hier ein Glasblock hin, hier ein Glasblock und hier. Ja, und da musste ich selber schon mal nachgucken, was ich machen sollte. Hier, auf der 4. Stufe muss der unbedingt sein. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht ihr euch die Tür komplett kaputt. So, dann kommt hier über dem Verstärker ein Block dran. Eine Redstone-Fackel und den Vergleicher aktivieren. Dann halt hier noch ein Redstone drauf. Hier ein Redstone. Und hier ein Redstone. So, jetzt kann man hier schon 3 Kolben dran machen. Dahin. So, jetzt sieht das hier so aus, als würde es abgeschnitten werden. Aber dadurch, dass das hier Glas ist und dadurch, dass der Kolben halt kein ganzer Block ist, wird das hier nicht abgeschnitten, sondern kann einfach weitergeleitet werden. So, dann machen wir hier ein Redstone oben drauf. Jetzt gehen wir einmal drüber. So. Und so. Dann können wir kurz mal die Türblöcke nehmen. So. Und dann tauschen wir das mal wieder aus. So, dann hier und hier. Jetzt machen wir mal hier kurz einen Block hin, damit wir hier die Kolben dran setzen können. Kommt hier ein Redstone drauf, hier, so rum, ja, und dann können wir schon mal hier so ein Hebel dran setzen, fährt schon so gut wie alles zusammen. So, das waren im Grunde schon,
Sieben Blöcke. Dann könnt ihr noch durchgehen, da hätte man eine Tür, die größer werden würde, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine große Tür haben. Dann setze ich hier drunter, genau hier drunter, einen Block erstmal und zwei Kolben. Genau so. Dann setzen wir hier noch einen Glasblock hin und hier halt einen soliden Türblock. Und dann brauchen wir im Grunde die Türen gar nicht mehr. So, dann kommt hier ein Block daneben. Hier und hier ein Block hin. Hier ein Verstärker, der auf Stufe 2 ist. So. Und dann sollte der schon direkt ausgefahren sein. Dann kommen hier nochmal zwei Blöcke hin. Wieder ein Redstone und ein Verstärker. Dann kommt hier ein Block hin. Hier und hier. Hier und jetzt hier so eine Art Treppe nach oben. Es ist nötig, ja. Auch wenn es ein bisschen doof aussieht. So, nee, das muss aus sein. Dann kommt hier eine Redstone-Fackel hin. Ein haftender Kolben mit einem Beobachter dran. Ein Glasblock davor, damit der, wenn der Beobachter nach unten gefahren ist, den Block nicht powern kann und dadurch das Redstone auch nicht powert. Weil hier hinten ist alles nur der Schließmechanismus. Und wenn man die Tür, der Öffnungsmechanismus, wenn man die Tür schließen will, warte mal, ich mach mal hier kurz auf. Wenn man hier schließen will, dann braucht man das hier ja alles gar nicht. Und dann wäre es halt ein bisschen unnötig, das alles einmal durchlaufen zu lassen. So, dann kommen hier zwei Blöcke hin, hier, hier, hier. Hier, hier ein Glasblock, weil wenn hier ein Redstone drauf ist, was wir jetzt mal kurz machen können. So, so und so. Dann kann dieses Redstone den Kolben powern. Dann powert der Beobachter dieses Redstone, was wiederum diesen Block powert und dann würde es eine Art Schaltkreis die ganze Zeit geben. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen es ja einfach nur öffnen oder schließen lassen. So, dann brauchen wir hier noch einen Beobachter mit einem klebrigen Kolben. Wieder ein Glasblock. Ja, wieder ein Glasblock, damit halt die Rückseite den Kolben hier nicht powern kann. Dann, ja, okay. Ah ja, okay. Merke ich mir so. So und dann so. Ein Block, dadurch wird der Block gepowert und der untere Kolben wird auch gepowert. Dann ein Redstone auf dem Boden. Ein Beobachter, ist kein voller Block, deshalb kann hier auch das Redstone durchgehen. Hier einen vollen Block hin. Nein. Das da unten weg. Und hier ein Verstärker hin. Muss der auf 2 sein? Nein, auf 1 nur. Okay, dann war's das, glaube ich, auch schon. Nein, war's nicht. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ja. Kann ich mich hier einsperren? Ja, ich könnte mich einsperren. Ja, genau so. Ein Beobachter, der auf dieses Redstone guckt und wenn das aktiviert wird, wird kurz der untere Kolben aktiviert und der schiebt dann halt den mittleren Glasblock nach oben. So, dann probieren wir es mal aus. Ja,
Ihr wisst ja, ich habe ja schon gesagt, das ist sehr komplex und da vergisst man mal schnell was. Ich habe halt hier auch schon den Beobachter vergessen, jetzt hier noch einen klebrigen Kolben. Der Block muss doch noch da bleiben. So, komm schon. Sonst bin ich echt verzweifelt. Okay, ich bin echt verzweifelt. Was habe ich hier noch anders? Ihr seht es wahrscheinlich und ich stelle mich hier gerade total dumm an. Ich sehe das Problem einfach gerade nicht. Doch, ich sehe das Problem hier. Noch ein Beobachter vergessen. Der Block muss ja solide sein, damit dieser Beobachter den powern kann, damit der hier, der Kolben hier, diesen Block da zur Seite schieben kann. Ja. Okay. Puh, das war ja nochmal knapp. Ja. Ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen verwirrend für euch. Für mich halt auch. Ja gut, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat diese 3x3-Tür gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo. Um nichts mehr zu verpassen. Ihr spürt diese Stille auch, oder? Irgendwas ist hier gerade komplett falsch. Das klappt. Hier irgendwie nicht. Okay, ich habe gerade von dieser Lücke noch gesprochen, dass ich mich da einsperren kann. Und dieser Beobachter muss ja irgendwas powern, und zwar diesen einen Block, der diesen Kolben hier powert. Ja, ihr seht, ich bin selber sehr verwirrt. Ja, aber es funktioniert. Okay. Es ist auch übrigens kein Problem, wenn hier irgendwie die Wände davor zieht. Das macht überhaupt nichts aus. So. Das klappt trotzdem halt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine sehr verwirrende, verworrene und komplizierte Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss.